Stille Nacht, das erste Weihnachtslied auf meinem Kanal. Die Noten zum Tutorial findest du auf meiner Webseite, die verlinke ich unterm Video und dort kannst du sie herunterladen und ausdrucken. Viel Spaß! Wir starten mit der linken Hand. Wir haben in diesem Stück drei Akkorde. C-Dur. Ich spiele es hier, unterhalb der Mitte. Bei C-Dur haben wir der fünfte Finger auf C, der dritte Finger auf E und der Daumen auf G. Dann haben wir G7. Ist der fünfte Finger auf H, der zweite Finger auf F und der Daumen auf G. Und das letzte Akkord ist F-Dur mit dem fünften Finger auf C, zweite Finger auf F und Daumen auf A. Also nochmals C-Dur, G7 und F-Dur. Ich empfehle dir, diese drei Akkorde nacheinander zu spielen. Die Reihenfolge ist eigentlich egal, aber du solltest sie schnell drücken können, ohne groß zu überlegen. Wenn du das kannst, dann spielst du die Zerlegung. In diesem Stück, in Stille Nacht, haben wir 6/8 Takt. Ich begleite das Stück so, dass ich wirklich 6/8 in der linken Hand spiele. Also bei C-Dur schaut es so aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also zweimal alle drei Töne hintereinander von unten nach oben. Fünfte Finger, dritte Finger, Daumen. Fünfte Finger, dritte Finger, Daumen. Das sind die 6/8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bei G7 machen wir das gleiche Prinzip. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bei F-Dur das gleiche. 2 ersten Takte mit der rechten Hand. Ich spiele G mit dem dritten Finger, dann A mit dem vierten Finger, wieder zurück auf G und Daumen auf E. Nochmal das. G, A, G, E. Und das wird wiederholt im zweiten Takt. G, A, G, E. Wenn ich mitzähle, 1, 2 und 3, also der vierte Finger hier kommt auf und. 1, 2 und 3, also es kommt zwischen 2 und 3. 1, 2 und 3, 1, 2, 3. Also ich könnte 4, 5, 6 zählen, aber ich zähle gerne immer wieder bis 3. Das ist für mich einfacher. 1, 2 und 3. 1, 2, 3. Zweiter Takt. 1, 2 und 3. 1, 2, 3. Wenn wir die Hände zusammennehmen, also unten werde ich C-Dur haben. Zweites Mal. Zusammen.
Auf 1 sind die zwei Hände zusammen. Dann kommt 2 nur die linke Hand. Dann kommt der vierte Finger hier auf A in der rechten Hand allein auf 2 und 3. Auf 3 ist hier der Daumen auf G und auch G hier in der rechten Hand mit dem dritten Finger. Also das ist ein bisschen schwierig am Anfang vielleicht, aber das geht. 1, 2 und 3. Üb das erstmal nur das. 1, 2 und 3. 1, 2 und 3. Und dann 1, 2, 3. Das ist der erste Takt. 1, 2 und 3. 1, 2, 3. Zweiter Takt genau gleich. 1, 2 und 3. 1, 2, 3. Das sind die Takte 3 und 4. Ich spiele D mit dem fünften Finger. Nochmals und dann H mit dem dritten Finger. Dann in Takt 4 haben wir C mit dem vierten Finger. Nochmal C, G mit dem Daumen. D. Wenn ich mitzähle, dann haben wir 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Also in diesem Stück bei 6 Achtel Takt ist eine Viertelnote 2 Schläge, eine Achtelnote 1 Schlag und eine punktierte Viertelnote 3. Das ist ein bisschen ein anderes Rechnen, wie im Vierteltakt zum Beispiel. Also nochmal mitzählen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Die linke Hand hat im Takt 3 G7 und im Takt 4 C-Dur. Das heißt, wenn ich es zerlege, bei G7 1, 2, 3, 4, 5, 6 und bei C-Dur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt das Zusammenspiel. Auf 1 ist es zusammen. H und D, dann kommt F in der linken Hand allein und dann G und D, das ist der dritte Schlag, kommen zusammen und H und H, zwei H, wieder zusammen auf dem vierten Schlag und dann zweimal alleine. Ich spiele es noch einmal ganz langsam. Zusammen, allein, zusammen, zusammen, allein, allein. Nochmal Takt 3. Bei Takt 4 wird es der gleiche Rhythmus sein, also zusammen auf 1, allein links, zusammen, zusammen, allein, allein. Also Takt 3 und 4 sind rhythmisch genau gleich. Nochmal Takt 3 und 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jetzt wiederhole ich alle vier ersten Takte.